Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Miss Survival. Okay, das müsste eigentlich ein Banditenhaus sein. Zumindest rennen die da immer hin und her. Das war es zumindest mal. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwas geändert hat. Wahrscheinlich nicht. Gucken mal, also nur Shelter ist das hier zum Beispiel nicht. Und ich werde jetzt wieder ein bisschen leiser. Sonst immer so ein... Da rennt einer. Genau, das war nämlich hier. So ein Banditen-Zebrastreifen im Grunde genommen. Ne? Also die rennen immer hier links, rechts, rüber. Hin, her. Kommt der jetzt hierher? Eigentlich müsste der jetzt hierher kommen, aber... Vielleicht rennt er auch wieder auf der Straße direkt zu uns. Könnte das sein? Ganz schlecht. Der rennt los. Die rennen tatsächlich schon wieder los. Ich krieg eine Vollkrise mit den blöden Banditen hier, ne? Ja, Kleimiamos. Nein, jetzt rennt da eine los. Hä? Jetzt ist der... Oh. Da steht er. Was hast du vor, mein Freund? Oh, vielleicht pinkelt der auch nur mal jemanden Baum. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, was der vorhat. Was hat der vor? Er rennt auf der Stelle. Und kommt den Berg nicht hoch. Schön, dass er den gleichen Probleme hat wie wir. Muss halt nur aufpassen, weil der andere, der hat auch mal eben um die Ecke geguckt. Steht da. Die wollte ich eigentlich noch gar nicht, aber ich muss die, glaube ich. Der ist despawned. Willst du mich verarschen? Der ist despawned. Der ist despawned. Es ist doch nicht wahr. Eigentlich sollten die mir auch scheißegal sein. Ich will da bloß dicht daran. Das Haus können wir immer noch auseinandernehmen. Was wichtiger ist, sind die Sniper-Banditen. Ich lasse das Haus vielleicht einfach mal Haus sein. Das Problem ist, das ist ein... infizierten Haus hier, auf das wir jetzt gerade zugehen, und da sind ziemlich viele drin. Das lohnt sich zwar, das zu looten, aber auch das soll jetzt nicht oberste Priorität sein, weil ich muss es mir irgendwie ermöglichen, zur Mine zu kommen. Das heißt, wir lassen das auch erstmal außen vor. Loot-technisch ist das ein richtig gutes Haus hier, aber es ist sehr groß mit Keller und auch sehr viele Locker drin und all sowas. Aber es sind verdammt viele Infizierte drin. Da geht so richtig die Party ab. Und das sieht verdammt nach Nebel aus. Das ist sehr diesig heute. Okay.
Okay, das ist die Straße jetzt, da wo wir noch nicht gewesen sind. Da schwebt ein Auto. Da vorhin, da müsste ein kleiner Tümpel sein. Hier können wir den Baum wegschlagen. Ich weiß nicht, ob da an der Kirche was passiert ist. Also ob da jetzt inzwischen was draus gemacht wurde. Finden wir es raus, ne? Finden wir es einfach raus. Es war nicht... Also zumindest scheint schon mal kein Sniper auf dem Kirchturm zu sein. Eine Cola. Ja, warum nicht? Nee, jetzt leider in den Rücken schießt, ne? Da schwebt auch ein Auto. Schön. Ja, Batterien haben wir. Ich kann die immer noch mal auseinandernehmen. Okay. Ja, Komponenten kann ich nicht liegen lassen. Das ist eine sehr kleine Kirche. Da ist eine Axt. Na komm schon. Nee, ich glaube, hier hat sich nichts geändert. Mal. Nee. Kann man noch nicht mit interagieren. Hier ist aber noch ein Rad. Wobei ich ja kein zweites Auto eigentlich machen wollte. Ne? Wobei ich mag das. Ich mag das einfach irgendwie alles zu haben in so einem Spiel. Sich alles Mögliche ranzuholen und keine Ahnung, was. Ich mag das einfach. Kurz gucken, da ist noch ein kleiner Loot-Container. Oh, nochmal Tomatensauce. Naja, warum nicht, ne? Also dafür lohnt sich das schon. Hinter der Tür nochmal gucken, aber ist nichts. Alles klar. Okay, das ist auch nicht das, was ich eigentlich wollte. Ich wollte mich eigentlich in den Sniper ran schleichen. Das wird keine lustige Sache werden. So, da müssten auch Infizierte drin sein in dem Haus. Also die Häuser lohnen sich schon, aber nicht solange der Sniper da nicht weg ist, weil der kann dich aus manchen Positionen da schon riechen und weghauen. Hier sind auch welche drin. Also loot-technisch natürlich toll, die Häuser, und interessant. Aber wir wollen was anderes. Eigentlich will ich mir den Weg zur Mine freimachen. Oh Gott. Ja, das ist echt Mist. Ich muss das erstmal wieder ausmachen. Ich weiß gar nicht mehr, wo was ist. Das gehört schon zum Banditencamp. Ich glaube, von hier aus komme ich dann eher... Jupp. Wenn das gewesen ist, dann schießt er schon gleich auf uns. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn von sowas. Das ist so ätzend, an die ranzukommen. Die haben eine Aufmerksamkeitsspanne und die gucken immer genau in deine Richtung. Also die Sniper sind echt bleh, hier. Was anderes kann ich nicht sagen. Ich muss das riskieren, das geht ja nicht anders. Kann aber sein, dass das aus der Richtung schon gut funktioniert. Weil der nämlich immer in die Richtung guckt.
Heißt, wir können das Camp hier super umrunden. Hoffe ich jedenfalls, dass es noch funktioniert. Und dann müssen wir mal gucken, wie viele Leute wir hier im Camp haben. Und immer mit Nachspawn rechnen. Ja, ich glaube, aus der Situation sieht er uns schon nicht mehr. Da rennt einer. Da rennt noch einer. Der eine wird wahrscheinlich jetzt wieder losrennen. Fragt mich nicht, wohin. Keine Ahnung. Das hatten wir schon mal, das Thema. Ich weiß nicht, ob der hier bis hier rund kommt. Ich muss da oben hin. Da, Messerspitze. Da muss ich hin. Da ist der Sniper. Wir benutzen mal hoffentlich die Deckung der Bäume ein bisschen. Ich habe einen wahnsinnigen Durst. Ich muss gleich dringend was trinken. Wahrscheinlich wegen der ganzen Aufregung. Kann auch schlecht sehen, wer jetzt. Oh, ich sag ja, wenn die nachher wieder bei uns im Camp auftauchen, ne? Die rennen einfach los wie Hyopais und dann war es das. Einer geht eigentlich immer Patrouille so bis dahin, ne? So ungefähr. Aber es kann auch sein, dass die einfach wieder alle kaputt sind und einfach wieder losrennen. Das ist so zum Mäuse-Melken. Ich muss was trinken. Moment, ich muss was trinken. Du hast einigermaßen gestillt. Nicht so wirklich, aber einigermaßen. Verdammt, die sind einfach wieder losgerannt. Warum verdammt? Erstmal können sie neu spawnen, das ist das Problem. Sobald man ihnen den Rücken zukehrt, können sie neu spawnen. Das andere Problem ist, die rennen los und ich weiß nicht, ob uns das nicht dann Probleme macht und tatsächlich dazu führt, dass die uns überfallen. Die haben ihren Kumpel jetzt komplett alleine gelassen. Ganz, ganz komisch. Oder? Wird eben zu unserem Nachteil. Geh reich hin. So, Achtung. Ich kann nicht zielen. Jetzt kann ich zielen. Oh, wow. Das wollte ich schon immer mal, dass der mich hier mit einem Mut empfängt. Eine Karotte und kein... Gib mir dein fucking Hunting Rifle. Hast du es fallen lassen? Ah, wofür den ganzen Aufwand? Warum leuchtet das? Ist das eine Sprengladung? Irgendwie eine falsche Textur oder sowas, ne? Ja, da hat sich die Textur irgendwie verzogen. Für eine blöde Karotte, echt jetzt. Oh nein, eine Blaubeere. Ich nehme alles zurück. Wir kommen noch auf unsere Vitamine heute. Ach, das ist doch zum... Lass mich raten, hier ist auch noch nichts, ne? Hier kann man auch noch nicht hochklimpen. Ey, das ist doch so zum... Mann! Ich hoffe, der hat es fallen lassen. Ich hoffe, der hat das blöde Ding fallen lassen. Das hoffe ich. Sonst erschieße ich ihn nochmal. Ja, das Ding ist auch noch nicht gefixt. Da kannst du nur gebückt hochkommen. Ne, da liegt nichts. Och, das darf doch nicht wahr sein. Das darf echt nicht wahr sein. Für nichts und wieder nichts. Ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Total.
Gut, wir müssen damit rechnen, dass jetzt hier sofort wieder irgendjemand auftauchen kann. Ach Mann. Weißt du noch nicht mal das blöde Hunting Rifle bekommen? Das macht mich echt sauer. So, hier müssen wir dann dran vorbei, wenn wir zur Mine wollen. Könnte ich eigentlich gleich mal eben versuchen, weil das wäre jetzt erstmal wichtiger. Man kann ihn, glaube ich, auch theoretisch dicht bauen. Der steht, glaube ich, immer an den gleichen Stellen, aber ich finde das schade ums Material. Man kann ihn auch mal eben ausschalten. Okay, die anderen sind einfach wirklich losgegangen und verschwunden. Vielleicht sogar in unsere Richtung, wer weiß das schon. Oder sie spawnen gleich danach und schießen auf uns. Das kann auch passieren. Da in die Richtung müssen wir zum nächsten Banditencamp mit dem nächsten Sniper, der auch nochmal richtig fies ist. Oh, habe ich mich da schon drüber aufgeregt, über den Sniper da. Richtig, richtig aufgeregt habe ich mich über den. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Den könnten wir aus dem Weg schaffen, den Wagen. Der Loot ist schon mal ganz nett und wir können die Tankstelle nochmal eben looten. Hat sich wenigstens ein bisschen gelohnt. Und eigentlich müsste ich zur Mine. Wie spät haben wir es denn? Wir hatten noch keinen Nebel, ne? Eigentlich müsste ich zur Mine, aber wenn ich schon mal hier bin, dann will ich auf jeden Fall. Und der erwischt dich hier auch schon, ne? Also der Sniper ist echt übel. Ich kann einfach nur sagen, Vorsicht. Er hat mich schon in so vielen Lebenslagen abgeschossen. Oder angeschossen. Dann schon nicht mehr feierlich. Wir looten eben nochmal die Tankstelle. Soweit wie es geht. Und dann würde ich ganz gerne vielleicht auch nochmal versuchen, zur Mine zu kommen. Eisen. Ich brauche dringend Eisen. Und vor allen Dingen, das ist noch nicht mal eine Garantie darauf, dass da Eisen ist. Ne? Wenn, da kann auch irgendwas anderes gespawnt sein. Und das ist das Ärgerliche an der ganzen Geschichte. Oh, nee, Set. Unbedingt. Sein, dass hier das gleiche Zeug gespawnt ist wie in einer anderen Tankstelle. Ah, noch ein Basie. Eine Kiste. Die nennen mich doch gerne. Was ist ein voller Stack? Das ist ein voller Stack, das und das. Die Karotte, ey, das ist so lächerlich. Vor allen Dingen die Kartoffel habe ich jetzt schon gegessen. Die eine Kartoffel von dem einen Infizierten. Die habe ich mir einfach gekocht. Weil du brauchst ja 2 Brokkoli, glaube ich. Wie war das nochmal? Eine Kartoffel und eine Möhre oder sowas für einen Eintopf. Das dauert zu lange, bis man das zusammen hat. Salz, jawohl. Okay, der nächste Bär kann sich schon mal in Acht nehmen für uns. Denn der wird uns gehören. Nein, wahrscheinlich eher andersrum. Aber der Bär beim Hotel, da muss man wieder dran glauben. Ich stand nur mal Stiefel in der Ecke. Stehen die hier noch? Nein. Okay, ja. Kurz überlegen. Kurz überlegen. So, da vorne ist schon das Banditencamp. Ah, Problem ist, meine Kiste mit voll gefüllt mit feinen Sachen, die ich dann ganz gerne mitnehmen möchte. Und mein Auto steht leider auf der anderen Seite. Das heißt, ich könnte da... Ich komme nicht rüber. Eventuell das noch ein Jerrycan. So, ich stelle das da mal hin. Klar, nehme ich die mit.
Da ist noch ein Rad mit Felge, noch ein Koffer. Okay, nice. Da haben wir unwichtigere Sachen rein, würde ich sagen. Bretter haben wir ganz viele. Rex. Das kann ich mal eben essen. So, was haben wir hier? Gar nichts. Eine Bandage. Das ist ein Zeichen. Handschuhe müssten wir, glaube ich, noch tragen. Noch ein Gier. Nice. Alles, was wir nicht basteln müssen. Sehr viel Tomatensoße. Gut, dann nehmen wir das natürlich auch mit. Und den Hammer nehme ich auch sehr gerne mit. Das sind alles Sachen, die wir nicht basteln müssen. Das ist immer von Vorteil. So. Oh, jetzt kriege ich den Koffer da nicht raus. Das ist, manchmal ist das echt zum aus der Hut fahren, ne? Mit den Sachen hier, wenn die hier so rumstecken. So, okay. Wenn ich das Auto hier vorbeikriege, dann ist das, glaube ich, kein Problem mehr. Die Frage ist, wie kriege ich das Auto vorbei? Ich bin ja fast gewillt. Wie machen wir das? Komm, was soll's. Komme ich hier überhaupt hoch? Da steht noch ein Reifen. Oder ein Rad. Sind die schon wieder alle ausgeflogen? Ich verstehe das nicht. Das ist auch sicherlich kein gutes Zeichen. Aber für mich wäre es, und das sieht nämlich stark nach Nebel aus, für mich wäre es eine ideale Geschichte, mal eben einen weiten Bogen um die zu machen. Ich sehe da jetzt überhaupt keinen Langlaufen. Wenn die jetzt alle zu mir kommen, ne, dann kriege ich eine Vollkrise. Zum Auto und einfach mal eben durchfahren, die Sachen aufladen und dann versuchen zur Mine zu kommen. Ich will wenigstens einmal da durch. Gib ihm. Vollbremsung. Genau, das Ding mal eben zum Moven bringen hier. Ja, das wird einigermaßen sitzen, denke ich mir mal. Jetzt noch den Koffer. Warte. Ich weiß nicht, ob der da so stehen bleibt. Keine Ahnung. Soll hier mal noch ein bisschen Kram loswerden. Essen und Trinken sollte ich auf jeden Fall gut dabei behalten. Was kann weg? Das. Ich behalte das hier mal. Was zu trinken auf jeden Fall. Das kann weg. Das. Das. Und eine Cola kann auch weg. Und den Rest behalte ich einfach mal am Mann, weil ich nicht weiß, was mich da jetzt erwarten wird. Okay. Kann sein, dass sie nachgespawnt sind. Das wird dann eine lustige Fahrt werden. Haltet euch fest, ihr Lieben, und weiter geht's. Ich müsste die Folge auch beenden. Also es kann sein, dass sie nachgespawnt sind. Das ist das Problem. Gut, dann wäre der Sniper aber nicht unbedingt nachgespawnt. So, jetzt fahren wir mal einmal zur Mine durch. Ich muss da jetzt hin. Ich brauche Eisen, damit ich mir einen Sledgehammer basteln kann und. Das wäre auf jeden Fall ganz bezaubernd.
Booster sind definitiv Infizierte drin in der Mine. Wir könnten nochmal in die andere Richtung fahren, da ist der Tunnel. Aber da müsste ich erst an dem anderen vorbei. Ich glaube, das machen wir am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, je nachdem, wie weit ich jetzt hier heute komme und was weiß ich was. Weil da ja noch das andere Banditencamp zwischen ist. Die ich gerne auseinandernehmen würde, ja, aber es ist halt zeitaufwendig. So, Vollbremsung. Ich drehe das Auto schon mal. Alles klar. So, Komponenten. Ah, die Old Fuse ist hier. Brauchen wir die drin? Das wäre die Komponenten. Die Fuse brauchen wir beim Berserker, aber bei dem, also mit dem Berserker werde ich heute nicht kämpfen. Auf keinen Fall. Da könnten wir eventuell durchlaufen. Das kann man immer noch, hoffentlich. Hoffentlich kann man das noch. Boah, ich will da nicht rein, weil ich weiß doch offensichtlich, dass da welche drin sind. Ich will da nicht rein. Der Koffer ist noch da. Sehr schön. Die Fuse mache ich mal lieber in etwas Gesichertes. Ja, und zwar hier. Pass auf, ich esse mal eben. Dann trinke ich die Cola. Komm schon, komm schon, komm schon. Die trinken wir mal eben schön aus. Oh. Ja, sei doch nicht immer ganz so laut. Dann brauche ich, wenn ich da reingehe, die Spitzhacke. Das Messer nützt mir, glaube ich, herzlich wenig. Das heißt, das kann weg. Die Spitzhacke. Und die... Schrot, ich habe Bandagen, komm, irgendwie... Ja, eigentlich ist die Schrot viel zu schade. Für den ganzen Kram. Und das wird da gleich so fürchterlich dunkel drin. Aber was ich festgestellt habe, das können wir wahrscheinlich gleich auch richtig sehen. Die Taschenlampe. Ihr werdet gleich sehen, wovon ich rede. Falls ihr euch noch daran erinnert, wie es vorher gewesen ist. Ich habe den nämlich schon mal nachts ausprobiert. So und gleich. Wird's dunkel. Aber die Taschenlampe ist wesentlich heller geworden, was ich sehr angenehm finde. So, Anspannung kommt natürlich jetzt wieder. Lever. Nice. Wobei jetzt die Lautstärke natürlich nicht so schön ist. Und hier drin sollte man nicht speichern. Das kann ich schon mal gleich sagen. Das ist, glaube ich, immer noch so. Denke ich mir mal. Zumindest war das eine Zeit lang mal so, dass man hier drin nicht speichern sollte. Kam die erst, wenn man beim Berserker war, den Berserker besiegt hatte? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Iron Ore, ich liebe dich. Oh ja, das ist genau das, was wir brauchen. So, Sulfur ist nicht ganz so wichtig. Also am wichtigsten ist es einfach Iron. Wobei das bei Weitem noch nicht reichen wird. Ich weiß gar nicht, ob es das hier auch gibt, dass man, wenn man dann außerhalb der Mine speichert und dann wieder reingeht, dass das sich dann resettet. Das können wir dann mal austesten. Ah, das ist Kupfer. Ich will mal so gern speichern, aber das ist keine gute Idee.
Und falls wir jetzt gleich nochmal beim Berserker durchrennen, ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt. Ich weiß nicht, ob hinter ihm noch was ist. Ich glaube, es lohnt sich nicht wirklich, ne? Warne ich euch vor, weil der ist sehr laut. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich. Oh, warte, was liegt da? Das ist ein Helm. Kann man den mitnehmen? Oder lag der vorher auch schon mal da als Deko? Hardhead. Ich bin gerade überlegen. Das ist noch nicht viel, ne? Da kriegen wir nicht viel raus. Also, das sind jetzt 12 Stücken. Ich würde fast nochmal eben versuchen, ob das hier drin, ob das bei dieser Mine auch funktioniert. Das hat bei der alten Mine früher funktioniert, dass wenn man rausgegangen ist und gespeichert hat, dass sich das resettet hat. Also man musste aber richtig ins Menü zurück. Nebel ist nicht. Also wenn wir hier Nebel hätten, hätten wir auch drinnen Nebel. Was oftmals dafür sorgt, dass man wahnsinnig gut sehen kann. Ich weiß nicht. Wollen wir das mal austesten? So fürs Let's Play mal eben. Das ist immer so ein bisschen so, ja, gewolltes Cheaten gewesen. Ich weiß nicht. Was macht denn der? Equip? Equip? Hat der noch ein anderes Licht oder sowas? Oder schützt der einfach nur? Was macht der? Equipment? Nö. Sieht merkwürdig aus. Und eine Hose hätte ich gerne. Ich hätte echt gerne eine Hose. Also Handschuhe haben wir noch, Schuhe haben wir noch. Okay, aber unsere Weste ist weg. Ich werde das dann mal austesten, ob es funktioniert. Pass auf, wir machen das mal eben. Wir saven mal eben. Gehen dann mal eben ins Menü und laden nochmal neu. Dann wollen wir mal gucken, ob da was respawnt. Ob das bei der auch funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war das immer nur so ein Kniff mit der kleinen alten Mine. Was vollkommen in Ordnung ist. Also ich habe das auch nicht genutzt. Könnt ihr nachgucken. Ich habe das vielleicht mal ausprobiert oder sowas. Aber ich habe damit nicht gefarmt. Es dauert natürlich nur ein bisschen länger. Ja, dann würde ich die Folge jetzt auch hier beenden. Das ist eine gute Idee. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und schauen mal, ob es funktioniert. Wenn nicht, ist es für mich umso besser. Eigentlich ist es realistischer, aber es ist natürlich nervig, immer hin und her zu fahren. Ich sage einfach vielen lieben Dank fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch. Lissi, macht's gut, ihr Lieben.